Also da ist das Erste, was wir... Oh, Moin erstmal. So. Mein Name, also damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, mein Name ist Götz LeBuhn, bin Versicherungsmakler in Hamburg. Das werdet ihr in den nächsten 30 Minuten dann ein bisschen mehr hören, was das eigentlich bedeuten kann. Das Wichtigste in meinem Leben sind tatsächlich, oder der Trigger in meinem Leben, ich bin Vater von 5 Kindern und habe überraschenderweise dazu passend noch eine Ehefrau und einen Hund. Und von den Kindern sind es 4 Mädchen. Dann könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer Gewalt ich im Leben wirklich zu tun haben kann. Das ist so das, was mich vielleicht als Mensch ausmacht. Das, was mit Joomla passiert ist, ist, ich habe vor 3 Jahren das erste Mal auf einem Joomla Day war ich. Ganz ehrlich, ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht verstanden, was ihr macht, warum ihr es macht, wie ihr es macht, gar nichts. Spätestens bei Gesprächen, ihr redet immer sehr gerne in 3 Buchstabenabkürzungen. Da bin ich dann immer nach 2, 3 Sekunden intellektuell völlig raus gewesen. Ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Und meine Reise jetzt hier mit Joomla war so, dass ich die ersten 2 Jahre tatsächlich euch nur zugehört habe, unendlich viele dämliche Fragen gestellt habe aus eurer Sicht, was ihr eigentlich macht, warum ihr es macht, wie ihr es macht. Und da ich so ein Haftungsonkel bin, also mir angucke, was für Risiken eigentlich draußen passieren, habe ich mir insbesondere die letzten 1,5 Jahre ganz viele Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich das Versicherungschinesisch so transportieren, dass auch ein Endverbraucher damit anfangen kann. Ich bin im Grunde vor 2 Jahren als Freelancer angefangen im Bereich IT Joomla. Wir haben uns spezialisiert mit den 2 Firmen, also es gibt 2 Firmen, es gibt einmal GL und wir reden heute über GLS für Spezial. Wir haben uns platziert bei den beratenden Berufen, haben extreme Stärken bei Rechtsanwälten, Notaren, WP, also Wirtschaftsprüfern und Betreuern, das sind die ehemaligen Vormünder, und sind auch in den beratenden Berufen geblieben. Und bei Freelancer ist es so, dass wenn ich mir einen Freelancer angucke, der irgendwo anfängt, und so habe ich tatsächlich auch mit Joomla vor 2 Jahren angefangen, ich habe mir angeguckt, okay, was bewegt euch eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Was ist eigentlich witzig und lustig an eurem Job? Und dann fing das, weil ich so ein Papiertiger bin, ich bin ja auch ein beratender Beruf, habe ich mir angeguckt, mit was für Verträgen arbeitet ihr eigentlich? Und mit was für Herausforderungen dieser Verträge ihr zu tun habt. Da denke ich bei den Verträgen zum Beispiel an Dienstverträge, Werkverträge. Es soll Menschen geben, die aus Dienstverträgen und Werkverträgen einen eigenen Vertrag gemacht haben. Das soll es geben. Da paste and copy aus dem Internet und dann macht man einfach aus 2 Verträgen irgendwie ein. Was das dann juristisch und haftungstechnisch bedeutet, das ist dann vielleicht eher was Schwierigeres. Und dann habe ich mir angeguckt, als ich begonnen habe, mich mit euren Gewerken auseinanderzusetzen, wer macht an welcher Ecke was? Und nach 2 Jahren war mir relativ klar, ihr macht im Grunde alle haftungstechnisch alle das Gleiche. Nur in unterschiedlichen Teilbereichen des Marktes. Also es gibt einen Menschen, den ich kennenlernen durfte, der hat sich tatsächlich auf Webdesign von Schlachthöfen spezialisiert. Das kann hochinteressant sein, insbesondere es gibt unterschiedliche Arten von Schlachtung, insbesondere wenn man einer Glaubensgemeinschaft angehört, wo man dort bei der Schlachtung besondere Sachen beachten muss. Und wenn man das über die Webseite transportieren kann, dann kann man richtig damit Geld verdienen. Aber ob ich nun Schlachthof akquiriere, Akquise, oder irgendwelche Produktionsbetriebe oder ich durfte gestern einen Menschen bei euch aus dem Kreis kennenlernen, der Autohäuser besonders antriggert und da einen extremen Erfolg hat. Es ist im Grunde immer das Gleiche. Alles andere, was da noch ist, Projektpläne, ihr müsst euch Kopf machen, Betriebskosten, also die Frage, wie hoch ist euer Stundensatz, da gibt es auch einen große Differenz zwischen den einzelnen Agenturen oder den Freelancern, wer nimmt eigentlich welchen Stundensatz. Marketing, wie komme ich an
das ran, was ich an Neukunden gewinnen will. Das war für mich 2 Jahre genau dasselbe. Nur ich habe immer überlegt, okay, wenn ihr das alles macht und ich habe mit irgendwem gesprochen und habe dann gesagt, für deine Risiken brauen wir gefühlt mindestens 10 Verträge. Versteht kein Mensch mehr. Also spätestens, wenn wir am 3. Vertrag sind, dann ist man intellektuell raus, weil man überhaupt nicht mehr versteht, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen. Also haben wir uns überlegt, dann ist ja Versicherung ein echtes Problem bei allen beratenden Berufen, aber insbesondere auch im IT-Bereich oder in der Beratung, Webdesign, Agenturen, Online-Marketing, Shop-Systeme, was weiß ich, was ihr da alles macht. Und ihr werdet jeden Tag überrannt von dem, was ihr tun müsst, um euer Geld zu verdienen. Und Versicherung ist immer, das ist nicht nur bei euch so, sondern das ist überall so, ist ja immer nur so ein E-Geschäft. Ja, irgendwie müsste man ja mal was machen, aber ich will mich nicht um 10 oder 15 Verträge kümmern, sondern ich will mir angucken, was habe ich eigentlich so für Risiken und wie will ich die Risiken versichern? Vorhin hat einer in der Sonne, dem ging es richtig gut, erzählt, ja, ich mache immer dann nur eine Versicherung, wenn mir was passiert ist, weil dann weiß ich, was ich in Zukunft versichern muss. Ist ein guter Ansatz, kann kaufmännisch hochgradig gut sein, wenn die Schäden zu Anfang klein sind. Bei den Freelancern, da komme ich dann auch nachher so ein bisschen noch auf Haftungsbeschränkungen. Wenn ich mir das angucke, das ist jetzt für eine Folie und ich beziehe mich wirklich nur auf eine Folie. Insgesamt habe ich 10 Stück, mehr will ich euch nicht zumuten. Normalerweise müsste ich bei dem, was ihr macht, aus diesen, was sind das hier, 8 Punkten, auf unserer Internetseite haben wir über 80 Punkte stehen. Was denn so für ein Blödsinn passieren kann? Wie euch innerhalb der Gewerke irgendetwas um die Ohren fliegen kann. Wenn ich 80 unterschiedliche Risiken habe, irgendwo ist Wasserschaden, Wasserschaden im Büro. Ich nehme ja nur dieses Beispiel. Ein Endverbraucher hat einen Wasserschaden im Büro. Dann ist es einem Endverbraucher scheißegal, woher das Wasser kommt. Das ist so. So, da gibt es aber einen Unterschied. Wenn das ein Leitungswasserschaden ist, also durch eine wasserführende Leitung, die durch einen Bruch bestimmungswidrigen Wasseraustritt hat, das ist das Juristische, hört auf zu lachen, weil das ist nämlich nachher dann vielleicht entscheidend, dann wäre das vielleicht versichert. So, das ist schön, dass Sie nicken. Aber wir haben in der letzten... Nur wegen der Sprache nicke ich. Ja, also das ist irre. Das versteht doch kein Mensch mehr. Auch bei Haftpflichtschäden, da reden die immer, sie müssen einen Dritten schädigen. Wer ist denn der Dritte? Eins. Genau. Also das ist totaler Wahnsinn. Wenn Sie Oberflächenwasser haben, Oberflächenwasser ist dann, wenn es stark regnet und die Suppe ins Büro reinläuft, wohlgemerkt, das ist immer noch ein Wasserschaden. Dann kommt es drauf an, ob es versichert ist. Also meine Schwester ist kein großer Schaden. Die hatte am Donnerstagmorgen einen Kellerbrand. Die sammeln so für einen Recyclinghof die Batterien, tun die in so einen Plastikbeutel, könnt ihr auch alle machen, aber ihr müsst wissen, die Dinger können sich auch selber entzünden. Die haben so einen Brand unten im Keller gehabt. Ich habe Brand gesagt, das ist entscheidend. Es ist versichert, Feuereinbruch, Diebstahl, Vandalismus, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Feuer ist versichert, nicht Qualm. Ihr glaubt, dass Qualm durch Feuer kommt. Nein, Qualm kann auch mal kommen ohne Feuer. Deswegen war es extrem wichtig, dass die Feuerwehr, also ich habe da meiner Schwester ein bisschen geholfen, habe dann gesagt, frag doch den Feuerwehrmann, hat er eine Flamme gesehen? Und du fragst ihn so lange, bis er dann sagt, ja. So, ja, ihr lacht. Das ist kein großer Schaden, das wird ein Schaden sein, irgendwie 5.000 Euro. Aber 5.000 Euro haben oder nicht haben, das, also Leute, ne? Das ist immer so dieses Problem, ich mache eine Versicherung und im Falle des Falles zahlt die doch eh nicht. So, deswegen, auch das gehört zu meiner Reise, als ich vor 33 Jahren angefangen habe, im Versicherungen zu machen. Wer nichts wird, wird und wer das nicht kann, wird Versicherungsmann. Habe ich auch mit rudimentären Kenntnissen Versicherung, ja, da muss ich es wirklich sagen, verkloppt. Punkt.
irgendwann funktioniert das alles nicht mehr, weil tatsächlich das einzige Entscheidende für einen Endverbraucher ist der Schadensfall. Das muss funktionieren, wenn es denn versichert ist. Es gibt Risiken, die ihr nicht versichern könnt, aber wenn es versichert ist, dann muss auch gezahlt werden. Das ist dann die Begleitung. Und diese Begleitung machen wir jetzt mit GL seit 20 Jahren. Wir haben die Spezial letztes Jahr extra nur für Haftpflichtverträge für beratende Berufe gegründet. Das hat versicherungstechnische Hintergründe. Da kannst du noch mehr mit den Versicherern, positiv kann man sagen, spielen. Ich würde sagen, man kann die Versicherer besser nötigen, weil man mit einem ganz anderen Portfolio auf die Beine kommt. So, dann haben wir uns hingesetzt, wenn ihr so viele Risiken habt. Jetzt funktioniert irgendwas nicht. Mal gucken, ich drücke nochmal. Jetzt kommt was. Das wäre so ein Ansatz von Versicherung, die ihr haben müsst, um das existenzbedrohende Risiko euch von der Backe zu halten. Das ist aber nur der Ansatz. Und jetzt gibt es so ein paar Sachen. Also ich nehme mal Vertrauensschadenhaftpflichtversicherung. Vertrauen ist ja was Schönes, aber bis man verstanden hat, wofür das überhaupt ist, ist man auch schon wieder raus, weil man keinen Bock hat, sich darum zu kümmern. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wenn ihr Angestellte habt. Wenn ihr keine habt, dann braucht ihr die nicht. Aber das muss ganz einfach runtergebrochen werden. Und ich habe gestern, Rolands Firma heißt? Easy Rechtssicher. Ich habe mich gestern mit dem unterhalten. Das ist ja so ein Juristen-Nerd. Der kommt ja immer irgendwie nur mit der Juristerei hinten rum. Und ich komme dann von der anderen Seite und sage, okay, wenn es dann juristisch Dinge gibt, die in die Haftung fallen, juristisch, dann komme ich als Versicherungsmann und versuche, diese juristischen Haftungsfallen irgendwie über eine Versicherung irgendwie abzudecken. Und Roland hat gestern gesagt, also er findet zwingend zwei Versicherungen. Das ist die Betriebs- und Berufshaftpflicht. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist der Unterschied zwischen der Betriebs- und der Berufshaftpflicht? Gibt es da einen Unterschied oder gibt es da keinen Unterschied oder was ist das? Also 80%, das ist versicherungschinesisch, versteht kein Mensch. Und eine Vermögensschadenhaftpflicht. Und dann ist im Grunde erstmal das existenzbedrohende Risiko weg. Und ich habe dann gesagt, nee, weil wenn ich zum Beispiel eine GmbH habe, dann muss ich um eine andere Haftung mich noch kümmern, nämlich die DNO. Das ist für den Geschäftsführer, wenn der die Gesellschaft schädigt. Was ist eigentlich mit Cyber-Risk, also unbefugter Zutritt auf IT-Systeme in beide Seiten, also beim Kunden oder beim selber. Und ich habe dieses ganze Ding für mich als Arbeitstitel immer als Blödheitsversicherung genannt. Ihr müsst euch blöd anstellen und nicht einem Dritten, sondern einem anderen einen Schaden zufügen. Dann sind wir im Bereich Haftpflichtversicherung. Und wie die Haftpflichtversicherung am Ende heißt und wie es, also was dahinter steckt, das soll euch völlig egal sein. Völlig. Wir haben es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, alles, was wir vorher in der Folie hatten, also in dieser, das stopfen wir alles in eins. Das kommt im Grunde aus dem angelsächsischen Bereich. Also die Engländer, die Amerikaner, die machen das so. Das versteht selbst ein Nordfriese, also ich komme von der dänischen Grenze. Wenn du in England eine Police dir kaufst, dann steht auf der ersten DIN A4 Seite die Dinge, die nicht versichert sind. Das ist ganz einfach. Weil den Rest brauchst du nicht mehr lesen, weil das ist per se versichert. Also da gibt es dann zum Beispiel, wenn ihr ein Wohngebäude habt und eine Familie oder wie auch immer, dann macht man einen Familienschutz. Alles ist versichert. Ja, du musst dich bewegen, weil ich mich, das tut mir leid, aber ich brauche Bewegung. Da ist alles versichert, aber das Abstürzen unbenannter Flugobjekte nicht. Aber das versteht ihr. Das sind Raketen. Und wenn ihr denkt, dass ein Flugzeug, wenn das abstürzt und ein Triebwerk, sowas passiert ja auch mal, die verlieren ein Triebwerk oder irgendwie so ein Scheiß, da ist ja ein Pilot drin. Das ist versichert. Das versteht jeder. Das gibt es in... Bitte? Nein, das Triebwerk hängt ja normalerweise am Flugzeug dran, wo ein Pilot drin ist. Also dann wird es eng. Ja, dann wird es eng. Deswegen haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit den Drohnen. Ist eine Drohne bemannt oder nicht? Doch, ist bemannt, weil der
der Gesetzgeber tut so, als ob der Typ, der da unten das Ding lenkt und so, als ob der da drin sitzt. Also, ich für viel Geld, genau. Also haben wir uns überlegt, das ist alles Tüdelkram. Wir machen das so ein bisschen wie die Engländer, die jetzt die EU verlassen wollen. Wir machen eine GLS Freelancer All Risk, wo drin steht, was versichert ist. Und wir machen für die Agenturen eine eigene Police. Punkt, aus, Ende. Und wenn dann so eine Frage kommt, sag mal, hat irgendeiner mal ein Problem haftungstechnisch gehabt? Irgendeiner mal mit irgendeinem Kunden irgendeinen Blödsinn gehabt? Keiner? Nein. Doch, da, UFOG. Kennst du ja schon. Dieser Online-Shop, der zwei Tage offline war. Und ein Anwalt schreibt, was ich kann. Du musst es wiederholen. Ja, also, man macht irgendwas für einen Kunden und der hat dämlicherweise dann auch noch einen Online-Shop. Ich hoffe, einen Client, der keine Umsätze macht. Und dann bist du halt zwei Tage off und dann sagt der Kunde, naja, du hast ja da Gewährleistung, was auch immer das bedeuten mag, dass dieser Online-Shop innerhalb einer bestimmten Zeit wieder online sein muss. Punkt. Und wenn das nicht klappt, dann hätte der Kunde eine Regressforderung, in diesem Falle gegen UFOG. Ich möchte meinen Ausfall des Umsatzes ersetzt haben. Kann man versichern, ist überhaupt gar kein Problem. Und da ist auch der Umsatzausfall versichert oder der Gewinnausfall beim Kunden versichert oder auch das Instandsetzen, weil die Frage ist ja, wie ist der Schaden entstanden? Wenn UFOG irgendein Update, Sicherheitsupdate nicht hat laufen lassen und wegen dieses Nicht-Tun, Roland hat gesagt, wer macht, der haftet. Nein, wer macht oder unterlässt, haftet. Also durch Tun, also juristisch heißt es dann, durch Tun oder Unterlassen einem anderen einen Schaden zufügt. Wenn UFOG jetzt dieses Update nicht fährt und dieser Online-Shop geht offline durch irgendeinen Hack, dann ist der Hack ja von außen gar nicht durch UFOG, der würde das vielleicht nicht bei seinem eigenen Kunden machen. Manchmal gibt es das auch. Kriegt man aber raus durch Forensiker, wer das dann gemacht hat. Dann soll sowas auch versichert sein. Weil für einen Kunden ist es nicht deutlich, ist es UFO gewesen oder ist es irgendwer anders gewesen. Das muss Ruhe haben innerhalb eurer Kundenbeziehung. Eine Sache, ja? Also das, was UFO, also gerade UFO hat gerade eben gesagt, naja, die haben sich dann auch beschwert, du bist ein scheiß Plattform, du hast einen scheiß Shop, alles ist doof. Reputationsschaden im Netz, da gehen ja sofort Shitstorm überall hoch. Was ist denn das für ein ITler und nimmt den bloß nicht und eine Sternebewertung von 5, die man sich ja vorher durch die Großfamilie zusammengeklaubt hat, ist innerhalb von 10 Sekunden dann irgendwie auf einen Stern wieder runter. Ja, ja. Bitte? Was darf öffentlich gemacht werden? Grundsätzlich haben wir, grundsätzlich haben wir eine Meinungsfreiheit. Wenn ich so dämlich bin, als geschädigter Kunde zu sagen, UFOG ist doof, weil, UFOG ist hässlich, weil, dann kommt er in die Beweispflicht. Wenn er schreibt, es sieht so aus, als ob UFOG durch ein fehlendes Sicherheitsupdate dafür hätte Sorgen tragen können, dass dieser Hack nicht passiert, wenn er es gemacht hätte, dann kannst du schreiben, was du willst. Also, es geht, Leute, denkt an die Gebiete, wo ihr auf dem Land vielleicht tätig seid. Das macht sofort die Runde. Das braucht gar nicht über Facebook oder sonst was. Da die quatschen abends in der Kneipe darüber und sagt, das ist ein Vollpfosten, nehmt den bloß nicht. Dann seid ihr raus aus dem Spiel. Oder wenn ihr euch spezialisiert, denkt an die Schlachthöfe, so viele Schlachthöfe gibt es nicht. Wenn ihr da richtig Mist baut, dann seid ihr raus aus dem Spiel. Wir haben einfach gesagt, nee, das ist alles doof für euch. Wir machen es einfach, wir packen einfach alles rein. Und als wir dann
das da reingepackt haben, haben wir uns einmal so einen Freelancer angeguckt und weil der vielleicht auch ein bisschen anders ist, auch nochmal eine Agentur. Und tatsächlich haben wir jetzt mal, es soll Freelancer geben, die keine 100.000 Euro Jahresumsatz haben. So, dann ist die Prämie vielleicht auch nochmal, die ganzen Vorträge kann man auch online kriegen. Ja, also ist einfach, weil du da so, dann sind die Prämien ein bisschen anders. Wir haben das jetzt nur mal vergleichbar gemacht, das seht ihr gleich mit der Agentur. Das kostet euch im Monat, den Popo frei haben, 70 Euro. Und das ist eine halbe bis eine Stunde, das kommt immer so drauf an, oder vielleicht in Nordfriesland 1,5 Stunden Arbeitszeit des Freelancers. Und dann habt ihr das existenzbedrohende Risiko weg. Punkt. Alles, was versicherbar ist, ist da drin versichert. Es gibt Sachen, das ist euer unternehmerisches Risiko, diese können nicht versichert sein. Also wenn du, man könnte sagen, ja so blöd bist, mit mir einen Vertrag zu machen, dass du für mich was machst, ja, Blödheitsversicherung habe ich vorhin gesagt, wäre da ja mit drin, dann ist es dein unternehmerisches Risiko, dass du mit mir den Vertrag machst. Du fängst irgendwas an, für mich zu machen, du schreibst dämlicherweise dann auch die erste Rechnung und die zahle ich nicht. Dieses Risiko, einen Kunden zu haben, der nicht zahlen will, dieses Rummaulen und diese ganzen Sachen, dieses Risiko ist nicht versicherbar. Aber selbst das ist gelogen. Die Rechnung, die ihr stellt, also die auf Zahlung, das kann man wieder versichern. Also von daher, da gibt es viele Sachen, aber es gibt viele Sachen, die man halt überhaupt nicht versichern kann. Wenn wir beide uns über unseren Vertrag streiten und ihr habt, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der einen Berufsrechtsschutz hat. Ja, Berufsrechtsschutz ist eine tolle Nummer, weil da ist so ein bisschen Ärger mit dem Finanzamt mit drin und mit irgendwelchen Behörden oder wie auch immer. Was nicht drin ist, ich habe gerade gesagt Berufsrechtsschutz, schreibt man mit SS in der Mitte. Ihr habt nicht Berufsvertragsrechtsschutz. Ganz ehrlich, wer weiß denn als Endverbraucher, wo denn da der Unterschied ist? Hättest du das, und das gibt es nur für soziale Randgruppen wie Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, dass du Berufsvertragsrechtsschutz versichern kannst in Deutschland, hättest du das, dann wäre diese Streitigkeit zwischen uns beiden aus diesem Vertrag versicherbar. Geht für euch nicht. Punkt. Ist euer unternehmerisches Risiko. Haben wir aber drin. Bitte. In der Folie vorher war das Thema mit den Abmahnungen. Kann man das, also Urheberrechtsverletzung, kann man das versichern? Wo bist du jetzt? Nur ein bisschen weiter zurück. Na, dann war es nicht die Folie davor. Warte. Dann war die Liste der Risiken. Hier. Also, wir haben, also es gibt ja so ein paar Sachen, die für euch alle eklig sind. Datenschutz-Grundverordnung, da fangt ihr alle an irgendwie zu zittern. Und ich benutze Bilder oder Texte oder wie auch immer, die Urheber geschützt sind. So, jetzt gibt es, also ich finde das am besten erstmal, wenn ich Bilder kaufe, dass ich mir die Rechte dann tatsächlich bestätigen lasse. Wer macht das? Also ja, manche machen das und es machen immer mehr. Und was ich am lustigsten finde, da hatten wir jetzt ein Schadensbeispiel. Vorgestern hat mir einer gesagt, er hätte Bilder von einem Kunden bekommen, für den er die Website macht. Und der Kunde schickt ihm Bilder und sagt, das sind total tolle, also ich fand die Bilder scheiße, aber das sind ganz total tolle Bilder. Ich möchte die auf der Webseite haben und schickt sie dem Webdesigner zu, der baut sie ein und 3 Jahre später kommt einer, der ein Urheberrecht auf diese Bilder hat, oder 2 Jahre später irgendwie sowas nochmal, und sagt, ich will Kohle dafür haben. Abmahnung, 7.500 oder irgendwie so. Also die hauen ja, weißt du, wenn du mit einem Juristen zu tun hast, das sind Nerds, das sind Irre. Die kommen ja immer dann gleich mit Summen, das ist gigantisch. Das wäre für den Webdesigner ein Schaden. Warum? Wenn er explizit vom Kunden den Auftrag hat. Er hat es nicht schriftlich bekommen.
Er hat nur die Bilder zugeschickt bekommen. Da steht drin, bau sie ein. Du bist in der Haftung, dass du dort auch die Freigabe hast und keine Copyrights. Jetzt weiß ich, dass eine halbe Stunde vorbei ist, wenn ich das richtig sehe. Wie bitte? Wer schreibt, lebt länger. Das ist so. Auch das ist haftungsbegrenzend. Also das, was wir jetzt uns besonders angeguckt haben, das werdet ihr dann auch bei uns auf der Seite dann finden können. Dienstverträge, Werkverträge und alles, wo es darum geht, wenn ihr mit dem Kunden irgendwie mal was verhackstücken könnt, das könnt ihr gerne mit Roland machen oder gibt es uns rüber. Wir gucken dann mal drauf, wie sieht das denn haftungstechnisch aus. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Ich finde es aber besser, wenn ihr zwischendurch die Fragen stellt. Ja, das kann man versichern, weil das ist deine Blödheit. Du hast dir deine Copyright. Ja, das meine ich, das versteht jeder. Kann mir mal bitte einer von euch innerhalb von 3 Sätzen erklären, was der Unterschied zwischen Fahrlässigkeit und grober Fahrlässigkeit ist? Hallo, ich habe eine Frage gestellt. Das, also ganz einfach blöd und voll blöd. So, das ist irgendwie vielleicht. Denkt einfach an Blödheit. Ihr müsst euch blöd angestellt haben und einem anderen, keinen Dritten, einem anderen irgendeinen Schaden zugefügt haben. Das wäre eine Agentur. Da seid ihr, bitte. Wie machst du den Unterschied zwischen Freelancer und Agentur? Also Freelancer definiert sich ja eigentlich so, dass er Aufträge annimmt, die er vor Ort beim Kunden in der Regel durchführt. Mhm. Jetzt bin ich ja Einzelunternehmer und sitze bei mir zu Hause im Büro. Bin ich jetzt Agentur oder Freelancer? Eher Freelancer. Kommt ein bisschen auf deine Umsätze an, kommt ein bisschen drauf an, was du machst, aber du bist eher im Bereich Freelancer. Punkt. One-Man-Show, also wie bitte? Ja, ja. Hier bist du ganz alleine auf der Welt. Ja, ja, ich muss doch im Versicherungsbereich, brauchen wir doch Emotionen, wisst ihr? Also ganz alleine. Und hier laufen irgendwelche Sklaven von dir noch rum, die für dich machen müssen. Agentur. So, machen wir das so auf der emotionalen Ebene. Das, was für euch einfach nur wichtig ist, keiner kriegt in den Griff rein, wie teuer ist eigentlich der Blödsinn. So, da liegen wir hier, das ist alles gelogen, sagen wir 70 Euro und hier sagen wir irgendwie 80 Euro. Das kommt halt auf eure Jahresumsätze an. Und ich brauche im Grunde nur von euch wissen, was für einen Jahresumsatz macht ihr. Und ich gucke mir bei euch, wenn die nicht gelogen ist, auf der Webseite an, was macht ihr eigentlich? Also bietet ihr Shopsysteme und solche Sachen an. Habt ihr Kreditkarten-Lesetools? Ist total lustig. Also wenn die gehackt werden und erstmal 10.000, ne, ist total lustig. Also dann ist bei euch richtig der Baum am Brennen. So, bei diesen noch Fragen, das ist erstmal ein Gruß aus Nordfriesland. Die kommt nämlich da, glaube ich, von da oben. Das Einzige, was ihr für euch entscheiden müsst, ist, wie kann ich all das an Ungemach. Und da geht es nicht nur um Blödheit, sondern Bösartigkeit. Sprich, wenn einer von außen auf eure Systeme zugreift, wenn irgendeiner euch eine E-Mail zuschickt, wo irgendein Blödsinn drin ist, was ihr dann freundlicherweise mit anderen Texten auch noch dem Kunden zuschickt. Also ne, Random Software und solche Sachen. Ihr müsst für euch entscheiden, kann ich damit leben, dass ich Risiken fahre, Klammer auf, das müsst ihr, seid selbstständig, Klammer zu. Insbesondere, wenn du mit mir einen Vertrag machst. Ne? Das habe ich dir jetzt oft genug gesagt. Da kannst du dich nachher nicht rausreden, wenn du jetzt trotzdem noch einen Vertrag machst. Ich muss mir angucken, bekomme ich das hin, über die Unternehmenssituation eine Haftungsbegrenzung zu machen? Also GmbH oder Einzelgesellschaft? Macht euch einfach da einen Kopf und es ist ein Unterschied, ob ich eine GmbH versichere oder ob ich einen Freelancer versichere oder ob ich eine Agentur versichere. Ich muss mir angucken, wie sieht das aus mit den Kooperationen. Ich bin Hauptauftragnehmer und suche mir die 3 hübschesten raus hier und sage, ihr 3 macht unterschiedliche Gewerke, die ihr mir zuliefert. Da sollte ich vielleicht auch mal gucken, wie sind die Verträge zwischen uns und wie ist da die Haftungssituation. Grundsätzlich ist der, der beim Kunden liefert, der,
der den Kopf in der Schlinge hat. Es gibt Möglichkeiten, gerade über Projektversicherung, dass man deren Blödheit auf deren Kosten versichert. Das geht. Aber umso mehr Kooperation, umso mehr Zuarbeitungen ihr habt, umso mehr kumulierte Dämlichkeit könnte euch passieren. Ihr könnt nicht alle. Ja, es wird immer gelacht. Ich breche es immer ganz einfach runter. Ich habe noch. Ja, ne? Passt. Götz, ich habe gestern zu dieser Bildergeschichte, ne? War in dem Talk von Roland was drin und das ist tatsächlich echt so ein Ding, das habe ich noch nie mit auf dem Zettel gehabt. Ich nutze über irgendwas Unsplash-Fotos, ne? In der Regel lizenzfrei und so weiter. Die Leute, die ihre Bilder auf Unsplash zur Verfügung stellen, können die auch irgendwie wieder zurückziehen. Ja. So, jederzeit. Ja. Wie sieht denn das damit aus dann bitte? Also ich liefere aus und ich habe auch einen Wartungsvertrag für eine Geschichte und dann flattert eine Abmahnung rein. Ich bin davon ausgegangen, das kann ich nicht nachkontrollieren, ob alle Unsplash-Bilder, die ich jemals benutzt habe, noch unter einer freien Lizenz sind. Ja. Jetzt zieht da jemand seine Bilder zurück und ich kriege eine Abmahnung, oder der Kunde kriegt eine Abmahnung. Ja, und das Schöne ist, das ist sogar ein Sport geworden von den Abmahnrechtsanwälten. Ich hau 1000 Bilder ins Netz, frei, die ziehe ich mir, dann ziehen sie die Bilder aus dem Freien wieder zurück und lassen dann eine Maschine laufen, das ist nämlich automatisiert. Wer hat diese Bilder benutzt? Also umso mehr Fleisch, umso öfter werden sie benutzt und dann mahne ich ab. Das, was für euch wichtig ist, ist der Zeitpunkt, wann ihr gezogen habt. Das ist das, genau, und da ist es Dokumentation. Also du musst wirklich Dokumentation. Das kann ich jedenfalls noch nachweisen, ja. Weil ich habe irgendwie eine Kopie der Geschichte nicht ausgeliefert. Ja. Das war immer so. Ja. Aber trotzdem ist ja die Abmahnung da und dann. So, jetzt weiß ich, was du willst. Also, okay, ja. Also. Nein, er hat. Wenn ich einen Wartungsvertrag habe, dann bleibe ich. Du bleibst in der Haftung. Jetzt ist ja die Frage, und das sind die meisten Schäden, die euch passieren werden. Die meisten Schäden wie dieser Schaden, also ich kriege eine Abmahnung ins Haus für diese blöden Bilder, dann muss ich mich ja um diese Abmahnung kümmern. Also noch gar nicht um den Schaden. Also der ruft da irgendwie 7.500 auf oder so. Das, was in dieser, denkt an Robinson Club, an euer goldenes Bändchen, das ist nämlich die All Risk GLS für Freelancer oder Agentur, der passive Rechtsschutz ist inkludiert. Das bedeutet, unberechtigte Schäden müssen abgewehrt werden. Und das wäre Aufgabe denn des Versicherers, zu sagen, okay, Oliver, wann hast du die Bilder gezogen? Du kannst es hoffentlich dokumentieren, weil wenn nicht, ja, dann komme ich gleich auf die Lösung, wenn du es nicht kannst. Wenn du es kannst, gibst du das dem Versicherer und sagst, der und der Zeitpunkt, da waren sie frei, das ist nachweisbar, alles gut. Dann kümmert sich der Versicherer, schreibt den Rechtsanwalt an und sagt, du hast ein Problem mit Drogen, weil, und dann geben sie eine Begründung, weil es überhaupt gar kein Geld oder Schadenersatz dafür geben kann. Punkt. Jetzt kann ja der Fall sein, da wären wir dann wieder bei Blödheit, du hast es nicht dokumentiert. Dann hast du einen Riesenaufwand, das vielleicht doch beweisen zu können, weil Internet vergisst nicht. Oder du kannst es tatsächlich nicht beweisen. Dann ist ein Urheberrechtsschutz verletzt worden und dann muss der Versicherer zahlen. Linke Tasche, rechte Tasche. Wer dann zahlt, ist mir völlig Latte. Okay. Aber das ist safe. Also das ist safe. Das ist safe. Ich kann nur sagen, der dokumentiert oder meldet, der ist frei. Aber Ruhe da vorne in der ersten Reihe. Ja, oder macht es laut. Nein, das war die Frage, wie das dokumentiert ist. Und ich habe immer von dem Auslieferzustand nochmal ein Archiv, irgendwie was. Ja, dann dokumentierst du. Aber guckt euch mal um, wie viel läuft mit dem Kunden am Telefon. Sag mal, kannst du nicht noch irgendwie das und das dazu machen? Hier wird nur genickt. Also da ist Haftungsfalle bei dem. Ne? Weil, schreibt euch das, genau, aufschreiben. Und das Schönste ist, wenn ihr, jetzt müsst ihr, also bei einer E-Mail, also ich meine, ich muss euch nicht erzählen, wie man eine E-Mail, die man heute schreibt, mit einem Datum versieht, die vor 5 Jahren war, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wie läuft das vor Gericht?
Wenn du in der Dokumentation, wenn der Kunde anruft, egal welcher Kunde, einfach dir selber eine E-Mail oder in den Kundendatensatz reinschreibst, er hat angerufen, der wollte das und das. Der Richter möchte von dir wissen, kann ich dem glauben oder kann ich dem nicht glauben? Und da passieren ganz lustige Sachen, Ortsbegehung. Der Richter kommt hin und sagt, nenn mir mal deine Kunden, was weiß ich, 80 Stück, da nehmen wir ihn raus und jetzt zeigst du mir die Kundenbeziehung mit ihm und zeigst mir, hat der schon mal angerufen? Also vielleicht kann er ja nicht reden oder kann nur E-Mail schreiben, aber in welcher Kommunikation ist es und hast du immer notiert? Das heißt, die Glaubwürdigkeit, wenn du bei allen im Grunde immer alles dokumentierst, dann bist du haftungsmäßig raus. Dazu habe ich... Aber erst war er dran. Nein, erst war er dran. Nein! Da. War die beste Dokumentation, du hast das Typsystem schon mit, wann ich die Datei runtergeladen habe, beziehungsweise das System erstellt habe. Ja, aber du musst es dokumentieren, wenn der Kunde anruft. Wenn du mit ihm telefonierst und nichts aufschreibst, dann kann dein bestes System nichts dokumentieren. Aufschreiben. Okay. Jetzt darfst du. Gerne dazu, weil das wird eine spannende Nummer. Seit 2014 gibt's die Pflicht für alle Unternehmen, revisionssichere Mailarchive zu haben. Davon gibt es irgendwie 3 Anbieter in Deutschland. Ja. Treffen mein Herz. Revisionssicheres Mailarchiv. Also okay. Keine 20%. Ich hab's auch. Jetzt passiert nämlich genau so eine Geschichte, Ortsbegehung, und dann kommt raus irgendwie, ich habe kein revisionssicheres Mailarchiv. Mhm. Das ist ein Verstoß, ich weiß nicht, ist keine Ahnung, welche. Oliver, ist eine tolle Idee, ist eine völlig andere Baustelle. Im ersten Fall geht es darum, ist der Mensch glaubwürdig vor Gericht in dem Fall bei dieser Dokumentation. Deswegen Ortsbesichtigung hat er bei ihm auch dokumentiert. Das ist die Glaubwürdigkeit im ersten Fall. Jetzt machst du einen zweiten Fall auf. Der Richter, der Richter sieht, es ist nicht dokumentensicher und sagt, pass mal auf, du Flitzpiepel. Du bist zwar glaubwürdig und du machst einen geilen Job, aber sag mal, kennst du die Norm? So, dann geht es nämlich über die Sache Bußgelder. So, beim ersten Fall, weil er A, gut aussieht, B, glaubwürdig ist, würde wahrscheinlich der Richter sagen, du kriegst jetzt eine Nachbesserungsfrist. 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, kommt immer so ein bisschen auf die Größe an. Und wie nett der Richter ist, die sind ja großherrlich, die dürfen ja machen, was sie wollen. Die können auch gleich ein Bußgeld verhängen, fängt bei 2.500 Euro an. Also das ist dann auch gleich lustig. Klammer auf, das ist nicht versicherbar. Bevor irgendeiner auf eine Idee kommt, dass Bußgelder versicherbar sind, Klammer zu. So würde das dann laufen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Fälle. Nur weil er in der einen Sache Kacke ist, ist seine Glaubwürdigkeit dadurch nicht weniger oder mehr wert. Punkt. Wie lange noch? Gut. Hallo, die Robbe will was. Bitte. Ich hatte so einen Fall, dass der Hosting-Provider bei Updates eingespielt hat und danach war die Webseite komplett nicht mehr erreichbar. Tot. Ja. Die haben immer gesagt, nee, wir waren das nicht. Und ich habe also ziemlich lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie man das tot wieder lebendig machen kann. Ja. Und dann kam also die Sache, ja, die Wartung, das müssen Sie machen. Ja. Aber es lag ja nicht an der Wartung, es lag ja daran, was die gemacht haben. Ja. Das konnte ich natürlich nicht so recht nachweisen. Aber du warst auch, ja nicht, was du warst haben. Ganz alleine, ne? Ja, ganz alleine. Genau, so. Also nehmen wir jetzt mal den Fall. Irgendein Update läuft nicht. Irgendein Hoster mit Verlaub verkackt irgendwas. Das Einzige, was mich als Kunde interessiert ist, wir haben eine Beziehung miteinander über einen Vertrag. Ich sage, pass mal auf, wir haben drinstehen innerhalb von 24 Stunden oder was weiß ich, was ihr da für Zeiten habt, muss meine Internetseite wieder online sein. Das Einzige, was du machst, ist dokumentieren, wann hat der Kunde angerufen, wann ist das hochgekommen, welche Schäden sind passiert, bla bla bla. Und dann geht es darum, und da hilft dann der Versicherer, weil es ist ja ein Schaden für dich. Ich will von dir Kohle haben. Er sieht ja aus wie ein Versicherungsmann. Er spielt jetzt die Versicherung und dann gebe ich das als Dokumentation rüber. Und wenn ihr gute Versicherer, und es gibt von den Risikoträgern maximal in Deutschland für euren Bereich maximal 20. Mehr gibt's nicht.
die auch über Forensiker verfügen, die wirklich nachvollziehen können. Und ganz ehrlich, ich bin da sowieso sofort raus, bevor ich Forensiker sage, bin ich raus aus dem intellektuell aus dem Spiel. Aber ich würde auch mal sagen, 2% von euch bleiben noch übrig, die verstehen, an welcher Stelle was, wo, wie kaputt gegangen ist. Das ist dann Aufgabe des Versicherers, weil der hat keinen Bock, für diesen Schaden, den du mir zugefügt hast, zu zahlen, sondern möchte einen noch viel blöderen finden. Das ist nämlich in diesem Falle der Hoster, der für den Schaden aufkommt. Und wenn der versichert ist, dann reden nachher nur noch zwei Versicherer miteinander. Das ist eben immer das Problem alleine. Ja, deine 5 Minuten habe ich gesehen. Der Hoster sagt aber in der Regel Gewährleistung 99% über das Jahresmittel. Herrn Rom wahrscheinlich 5 Tag. Ja, ich weiß ja, Augenblick, der Fehler war ja ein bisschen, also fühlte sich für mich anders an. Wir wissen nicht alle Dinge, die da passiert sind, wieso, weswegen, warum und an welcher Stelle. Das Schöne ist, wenn ihr nicht alleine seid, dann sollen die sich doch drum kümmern. Ihr seid dann raus. Das, was euch besonders macht, was uns alle hier in diesem Raum besonders macht, wir sind im Bereich der beratenden Berufe unterwegs. Und das Einzige, was an uns, unabhängig vom Aussehen, sexy ist, ist das, was wir in der Birne haben. Und dafür brauchen wir Zeit und Ruhe, um diese ganze Kreativität tatsächlich leben zu können, um den Kunden das zu geben, was ich bei euch 2 Jahre gemacht habe, zuzuhören, was machst du, nachfragen, willst du das wirklich, bist du dir sicher, bla. Also diese ganzen Sachen, die ihr mit dem Kunden macht, das mache ich ja auch nicht anders. Das ist das Einzige, was wir haben, ist unsere Birne. Naja, gut, und ihr müsst 1 und 0 schreiben, aber das brauche ich hier noch nicht mehr. Also, ich muss ein bisschen andere Sachen schreiben. Nicht alleine. Und insbesondere, wenn du so einen, ich sag mal, einen großen Player hast, die haben meistens dann ja auch schon so eine eigene juristische Abteilung. So, wir haben das für euch anders gemacht. Und das muss ich euch mal zeigen, weil das sieht richtig lustig aus. Ich hoffe, ich habe das mit. Ich muss ja so ein bisschen auch noch, warum wir so toll sind. Kunden bei uns bekommen, die ist jetzt Gold, die könnte auch grau sein, ist völlig egal. Wir sind ständig mandatiert in einer Rechtsanwaltskanzlei mit 40 Fachanwälten, nur Versicherungsrecht. Weil es geht nicht darum, dass ich immer per se, ist ja logisch, immer Recht habe im Schadensfall. Sondern es geht ja ganz oft darum, dass die Schädlinge bei den Gesellschaften davon überzeugt werden, dass sie tatsächlich Recht haben. Dafür braucht man manchmal einen Rechtsanwalt. Der schreibt genau dasselbe, wie ich vorher gesagt habe, aber weil der Rechtsanwalt drüber steht, und das ist so eine richtig miese Zecke hier, diese Kanzlei, die machen nur Versicherungsrecht und prügeln sich zu gerne mit irgendwelchen Versicherungsgesellschaften. Das bekommt bei uns jeder Kunde einmalig, das ist eine Erstberatungsgebühr. Wenn ihr irgendein Problem versicherungstechnischer Art habt, könnt ihr die Erstberatung umsonst bekommen. Punkt. Das ist die eine Sache, wo wir sagen, wir haben ja auch manchmal Kunden, die nicht alle Versicherungen, was ich komisch finde, die nicht alle Versicherungen bei uns haben, aber gerade aus den Versicherungen, die wir vielleicht nicht im Bestand haben, wo wir die Betreuung und die Begleitung machen müssen, kann es ja Schäden geben. Und die zweite Sache ist, warum sind wir eigentlich so eine unglaublich tolle Nummer? Ja, wir machen nur beratende Berufe, wir haben uns wirklich extrem spezialisiert und das ist irgendwie, da bin ich total stolz drauf. Ich weiß nicht, ihr kennt die großen Dinger, um Abflüsse freizukriegen, diese Pümpel. Das sieht so ähnlich aus, ist nur ein bisschen kleiner. Das ist ein Maklerstab, den gibt es tatsächlich nur knapp 800 Mal irgendwie in Deutschland. Das ist so ein ganz erlesener Kreis, Arroganz zählt dann. BDVM, Bund Deutscher Versicherungsmakler, und ich sag mal so, die Creme de la Creme versucht sich dann in diesem Verband irgendwie hinzukriegen. Ich sage es deswegen nicht, weil ich da drin bin, ja klar, weil ich auch ein Toller bin, sondern was viel wichtiger ist, die Expertise bei manchen Schadensfällen haben nur diese Makler. Das heißt, ich darf in dem Kollegium dann fragen, pass mal auf, ich habe jetzt mal einen Schaden mit einem unbenannten Flugobjekt. Gibt es irgendwo einen Fall, wo das trotzdem versichert war? Und weil die ja in meinem Boot sitzen, kriege ich da die Informationen und kann sie weitergeben. Für euch die letzte Folie. Du hast mir noch nicht das Rote gezeigt, ne? Wie lange habe ich noch? Hast du das vergessen?
10 Sekunden. Das muss besser laufen. Das ist. Wie könnt ihr uns erwischen? Am besten, also telefonieren ist immer doof, weil wir uns nicht verstehen. Am besten ist immer eine E-Mail schreiben, wenn es irgendwie geht. Eine E-Mail schreiben. Ja, jetzt kommt der rote Zettel, du bist zu spät. Online, ja, mehr braucht ihr irgendwie nicht. Letzter Satz ist, immer dann, das hatte ich gestern auch, drei Kollegen von euch wollen da irgendwie eine GmbH gründen, haben ganz tolle Ideen gehabt, von denen ich eine total kacke fand, die dann nach 5 Minuten auch. Immer dann, wenn es um Haftungsbegrenzung geht, oder ihr habt eine tolle Idee, wie ihr am liebsten vom Kunden keine Haftung übernehmen wollt. Also wenn ihr da reinschreibt, ich hafte nur bis zur Honorarsumme, ist eine Bombenidee, funktioniert nur nicht. Wenn ihr irgendeine Idee habt, schickt mir das mal per E-Mail, dann könnt ihr mal von uns eine Rückantwort bekommen, wie es juristisch, Klammer auf, für euch viel wichtiger, versicherungstechnisch dann auf jeden Fall abgedeckt ist. Dann seid ihr, jetzt muss ich sie wieder angucken, nicht mehr alleine. Ja? Und das ist jetzt erstmal unabhängig davon, ob ihr nun Kunde seid bei uns oder nicht, sondern das geht jetzt wirklich um diese Joomla-Agentur. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bevor ich Ärger bekomme, euch einen schönen Tag.